Oh Mann, ey, wieso sind die mal zuerst dran? Das ist voll unsozial. Ich will hier mit Kshala hier das Feuer rausballern ohne Ende und dann darf ich nicht, weil die zuerst dran sind. Hey, sie darf. Na, super, nur Scheiße. Ja, jetzt sag das nicht so stolz. Du hast nur Mist gezogen, so. Dance of Light. Und er steht noch einwandfrei. Super. Da bringt uns auch das nix. So, Säbel, die Babeli, Bam. Oh, gar nicht schlecht. Das Schnitzermesser können wir uns noch aufheben. Und haben sogar noch einen Special Move. Ja. Nehme ich. Wie der noch am Tropfen ist. Seht ihr das? Cool. Oh, Feuer 2. Und den Hahn. Das reicht. So. Könnte auch sein, dass wir es in Verbindung mit einem Feuerruf nutzen müssen, wenn das überhaupt so geht. Keine Ahnung. Vielleicht muss man ihm auch erst den Kopf abhacken. Sag mal, patscht der hier einfach die Barry an? Gibt's das? Was sagt denn sein Leben? Ja, den kann man ruhig mal heilen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Bambus, Bambus, oh mein Gott! So, die schmeißen wir ab. Schade. Nichts Interessantes bekommen dafür. Ich hoffe ja auf den Bambus-Sprössling, damit wir direkt loslegen könnten. Na dann, auch wenn es Wasserschaden ist, die Flusswächter sind trotzdem cool. Oh. Thank you, everyone. Ein Shish-Kebab! Das ist gut. Das ist gut. Shish-Kebabs sind immer gut. Jetzt will ich nur nicht unbedingt wieder in den Wasserfall geraten, weil wir dann wieder dort komplett runter müssten. Nein, ich war zu schnell. Ach, muss ich jetzt wieder einen Kampf machen? Ja. Ach nö, komm ey. Okay, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Warum hast du noch ein... Was? Ach, scheiße. Ach, das ist scheiße. Jetzt hätte ich gerne den Special Move gemacht, aber mit zweimal Finsternis dazu ergibt das nicht viel Sinn. Naja, sie hat ja noch eine angenehme Menge Schaden rausgeballert. Och Mann, ey, nur Scheiße. Psst. Och. Ein Bonsai-Baum. Ach, Mann. Jetzt brauchen wir nur noch das kleine Schnitzermesser hier. Und dann könnten wir vielleicht schon was Neues machen. Aber nur vielleicht. So, 3, 4. 4. Bam. So muss das gehen. So. Kellis kriegt eine Heilung. Ach, ja. Trink mal ein Glas Milch. So. Okay, unsere Lady ist wieder dran. Ja. Schön. Sehen wir mal den Lebensfunken. Ich glaube, der funktioniert mit Mimai. Ja, wir schießen Mimai. Mimai ist cool. Ach, jetzt werde ich doch nicht noch. Ja, komm, ich schmeiß alles ab und finde nur Heilungszeug anstatt das geile Schnitzermesser. Ha, wen heilen wir denn dann jetzt mit Kellis? Kellis, würde ich sagen. So. Da. Warum mache ich das? Weil ich das Schnitzermesser will. Ja, um 52 immerhin, ne? Können wir auch abschmeißen oder nichts tun? Na egal, dann stirb. So, auf Teufel komm raus, muss jetzt echt nicht hier
Karten-Kombo gesucht werden. Habe ich ja bei meinem ersten Spielen auch nicht gemacht. Also, wenn es sich anbietet, gerne. Aber, ja. Ansonsten muss das nicht wirklich sein. Apropos nicht sein müssen. Hoffentlich schaffen wir das jetzt anständig mit dem Kackwasser. Ja. Ach, bitte. Eben habe ich es doch so wunderbar geschafft, ey. Halt's Maul, Kallus. Und wieder ein Kampf. Ja, klar. Wenn wir damit fertig sind, ist diese ganze Fauna ausgemerzt. Boah. 4, 5. Oh, 4. Nee, nicht 4. Nein, 7, so. Jetzt hätte ich fast den Lebensfunken benutzt. Doof. Eigentlich doof, den Sprössling zu benutzen, weil wir dann nächste Runde besser hätten das andere benutzen können. Ja. Ach. Wisst ihr, die Barry wird hier eingeführt in die Gruppe. Was hat da? Fast nur wasserbasierte Angriffe. Fast nur. Oh, jetzt geht er auch noch pennen, faule Sau. Immer müssen wir hier alles machen. 2, 3, 4. Wow. Eine Mini-Straight. Oh, 28%. Das ist aber heftig. 4. Wow. Was soll's? Besser als nix. Immerhin ein bisschen physischer Schaden dann. Oder auch nicht. Ja, jetzt geh weg mit deinem Body Slam, die hässliche Kröte. Boah, wie lange wir hier jetzt schon festsitzen quasi. Nur weil ich nicht an diesem Kackwasserfall wieder vorbeigerannt komme. Oh. Friss die Trauben. Fang den Eisdolch. Ne. Moskito. Bam. Ach ja, Gibami würde ich jetzt auch noch einmal gerne heilen, weil, ja, das Vieh sowieso überlebt. Wo? Ja doch, komm, heilen. Zack. Zack. Ah, da war das Hähnchen. Hier, schlürf ein bisschen Honig. Bienenkotze. Jetzt sag nicht, der soll härter zuhauen, du geiles Sau, du. Ach, Mann, Miststück. Ja, wir heilen nochmal. Das war dumm. Ah, schmeiß einen Bonsai hinterher. Und zack, noch ein bisschen Honig über die ganze Schose. Schmeckt lecker. Och, Hauptsache panisch irgendwelche Karten benutzt. So, jetzt müssen wir halt eben gut sein. Stirb. Ja. Wow, Wasserruf, geiles Item. Ui, ui, ui. So, jetzt würde ich das aber echt mal gerne hinter mich bringen. So. Okay, okay, okay. Geht doch. Speichern wir mal. Meine Fresse. Das gibt's doch nicht, oder? Wow, das hat fast 10 Minuten gedauert, hier wieder hinzukommen. Not bad. Und da wartet wahrscheinlich der nächste, ja, natürlich. Wie viele? Oh, okay. Egal, Bebe, das schaffst du. Ja, 6, 3. Ja, okay. Mach mal lieber den Stufe 2 Lichtangriff. Sehen wir wieder Mima in Action. Go, Mima! Tackle! Nice! So muss das laufen. Wunderbar. Man muss nur an das Herz der Karten glauben. So, der Säbel auch noch hier und der Kiefer und der Bam und wir wollen ja jetzt den Baum beschneiden. So. Okay, Bambus weg. Aha. Im Disney-Film hätte man den Bambus ganz schnell drehen können, damit der, ja,
in der Lage dazu ist, das Wasser abzuweisen. Ja. So. Gut, nächste Runde können wir den Baum beschneiden. Jetzt macht erstmal Gibari hier das Ding fertig. Und da seht ihr, wie ich schon mal gesagt habe, mehrere Zahlen pro Karte, dass mir jetzt irgendwie erst auffällt. Ja. Das ist das Tolle. Nachher gibt es, glaube ich, sogar bis zu 3, 6, 8 Zahlen pro Karte. Also die möglich sind. Na ja, komm, noch ein Finsterball und dann ist gut. Dann schnitzen wir unseren wunderschönen Bonsai. Kaputt. So. Ach, jetzt ist der noch dran. Frisst Gras und gut ist, oder was? Na. So. Bonsai! Ob das funktioniert? Ich habe irgendwie gar keine Ahnung. Es funktioniert und wir kriegen Zweige. Wow. Die haben wir ja schon, weil wir irgendwas verbrannt haben. Hat's gereicht? Yay! Ja, Zweige haben wir, brauchen wir nicht. Honig nehmen wir gerne mit. Heil-Items sind immer toll. So. Bauchplatscher, alle tot. Ja. Das ist der nächste Boss. Nur keine Ahnung, was er kann. Sah jetzt leicht elektrisierend aus und ein bisschen wasserartig. So. Ja, wir haben nicht viel, also würde ich mal sagen hier. Was wir haben... Ach, toll. Benutzen wir da mal. Okay, Licht ist schlecht, das heißt Finsternis wird gut sein. Okay. Das ist interessant zu wissen. Ich würde sagen, die Karten behalten wir. 4, 5, 6 ist ganz schön. Mit ziemlich dickem Bonus eigentlich. Und ja, die Runde drauf darf sie dann den Honig lutschen. Aua. 119. Scheiße. Au. Gut, wir können nichts Besonderes machen. Das heißt, wir heilen. Wow. Er hat nur verteilt. Oh, wir können Xella fotografieren. Okay. Klick, klick. Ja, hier, sexy Arsch hier. Extra in die Kamera gedreht. Hast du gut gemacht, Xella. Wobei, das ist ja deine hässliche, seltsame Hose hier. So, 6, 6, 6. Ach, Wind macht ja. Ah. Seht ihr? Die Barry macht an. Moment, wir haben doch. Ach, Licht macht ja weniger Schaden. Stimmt. 4, 5, 6. Ach, hätte sie nur schon eins mehr, dann hätten wir sogar die 7 noch spielen können. Okay, irgendwie habe ich mehr erwartet. Naja. Ach, weg damit. Alles abwerfen, los. Drauf geschissen. Wow. Huh. Jetzt greifen wir aber auch mal an. Die 5, die 8 und die 5. Wow. Ach ja, mit den Kombos haben wir jetzt am Anfang halt noch nicht so viel Glück, weil kartentechnisch und so. Egal, wir kriegen den Fisch hier noch kaputt. Yay, Runde 100, cool. So, Digger, was machst denn du? 5, 5. Ah. 2. Ah, shit. Nicht mehr gespielt. Ne? Ich Vollidiot. Was machst denn du? Komm. Zeig mal her. 6,
7. Na. Dann schieß ein Foto vom Fisch. Und dann gucken wir mal, wie es nächste Runde weitergeht. Kallus sollte das überleben. Und das hat aber schön in die Kamera gelächelt. Oh, ganz viele Bananen. Oh. Uncool, aber wir haben ja noch Mineralwasser. Ach, scheiße, das sind die Bananen. Oh, wir haben Trauben. Das ist gut. Naja, nächste Runde einen sehr schwachen Angriff, aber immerhin ein Angriff. So. Ja, dann hau mal zu, Gibari. Na. 61. Wir machen irgendwie gar keinen Schaden im Moment. Licht macht sowieso keinen Schaden, deswegen spielen wir es nicht. Boah. Okay. Komm schon, Feuer. Oh, oh, schöne Sache. Okay, Schattenschwarm, kleines Messer, komm weg. Ah, nein, das hätte ich, Mann, das hätte ich benutzen sollen, scheiße. Mist. Ah gut, er hat ja noch ziemlich viel Leben. 5, 8. Ja, nein, nein, Dunkelheit macht ja... Egal, nächste Runde. Ich habe jetzt auf den physischen geguckt. Naja. Okay, war noch ganz anständig. So, Kallus wird geheilt. Ah, nicht so übertrieben, ne. Wir sollten die Heil-Items ein bisschen taktisch verwenden bei Bossen. Ja, super. 8, 5, ja, super. 8, 8, 8 hätten wir machen können, ich weiß, aber... Na, lieber ein bisschen Schaden. Wobei ich glaube, das kommt jetzt, nicht wirklich auf mehr raus. 69 Banane. Zack. Ach nein. Mann. Huh. 1, 2. Ja. Egal. Dunkelheitsbonusschaden. Bam. Los, Kallus. Go. Ach, das ist toll. Oh yeah. Er ist noch nicht am Schwächeln. Schade, ey. Mann. Super. Nur Kacke. Oh, ist doch am Schwächeln gewesen. Ho. Hab ich gar nicht gesehen. Das habe ich nicht erwartet. Thank you, Boah. Okay, Foto von Kshella. Kshellas Liebenswürdigkeit wird in ihrem Lächeln und in ihrem sanften Blick deutlich. Bilder von Monstern lassen sich zu guten Preisen verkaufen. Normale Porträts wie diese sind jedoch nicht besonders viel wert. Dann nehmen wir den Donnerfisch. Hässliche, fischartige Kreatur, die im Himmelsstrom lebt. Da sie nicht mehr gesehen wurde, dachten die Menschen, sie sei ausgestorben. Wir haben bekommen die Druckwelle für... Kallus? Ein windbasierter Abschlusszug, bam bam. Das Silberkettchen für unser Mädel und... Pisses, keine Ahnung. Ja. Gut, Ach ja, Foto, so. That's a thunderfish. They were supposed to have died out ages ago. How did it get here? The world is coming unraveled at the seams, little by little. Is it because we broke that seal back at that spring in Sidal Sud? The world unraveling? Broken seal? What are you talking about? We have to go back. King Vladikon needs to hear about this. Nein. Hey, hold on, you two.
Ich will hier noch weiter erforschen. So, der Fischkopf macht seine Runde, okay. Aber wir gucken uns noch ein bisschen um. Was uns... Ah, shit. Eigentlich zu irgendwas führen soll, ich weiß nur noch nicht zu was. Shit. Mann. Ich hätte jetzt echt gern feuerbasiertes Deck. Bam, bam, bam. Brutzel, brutzel. Ich krieg schon wieder Hunger. Och, Mann. Und nicht, dass ich was gegessen hätte in der Zwischenzeit, nur jetzt habe ich mich wieder an was zu essen erinnert, indem ich an brutzelndes Fleisch in der Pfanne gedacht habe. Shit. Ja, klar. Ich gebe es zu, als ob ich kochen würde. Ist okay. So. Jetzt haben wir uns vorbereitet. Wir können ein schönes Fotoshooting machen. Ach, nö. Nee. Arsch. Ja, haut ein Kellis doch um. Warum nicht, ne? Ist ja nicht so, als wäre er wichtig oder so. Das war ein Scherz. Volle Möhre. Der hat doch nichts mehr, oder? Wow. Egal. Na los. Say Cheeseburger. Cheeseburger. Hunger. Ja. Tja, der hat sich totgestellt. Wer ist dran? Bam. Bam. Ach komm, was soll's. Mega Combo halt eben. Also, Triple Six. Oh, Triple Six. Oh. Oh, hör doch auf. Warte, das ging auf Kellis. Okay. Ja, der geht aber drauf, wenn... Ja. Wir ihn nicht heilen. So. Das wäre schon mal halbwegs gesichert. Halbwegs. Och, es ist jetzt echt gut. Mann, ihr Mistviecher. Boah. So. Vier. Ach, egal. Wird passen. Easy peasy. Bam. Vielleicht kriegt die Barry... Die Barry ihn sogar geheilt. So. Hm? Na, Gibari kriegt ihn nicht geheilt. Verdammt. Ich tue mich gerade ziemlich schwer mit der Aussprache von Gibari. Oh, Miss. Feuer. Ach. Ah, Feuer. Sehr schön. Das wird aber nicht reichen. Nee. Schade. Wenn er jetzt Kellis umhaut, raste ich aus. Tut er aber nicht, also ist es mir gerade egal. Naja, hau den Masochisten, ist egal. Der steht da drauf. So, dann heilen wir uns mal wieder ein bisschen voll. Na, schade, nicht so voll, wie ich jetzt wollte. Aber hey, man sollte sich nicht beschweren, ne? Wir dürften ja noch vor ihm dran sein. So. Eins. Ja, passt schon. Bam! Wunderbar. Wieder Gibarys Puddle, das den Tag rettet. Ja, mal nicht rum. Wow, zwei Hühnchen, wie cool. So. Was sagt unser Leben? Das ist eigentlich okay. Ach, Gibari ist immer noch vergiftet. Naja. Muss er jetzt mit leben? Du hast einen Magnus erhalten, Hanfkorb. Ah. Stimmt, wir können ja neues Zeug ausrüsten. So, das Silberkäppchen. Erhöhte Lähmungsresistenz, viel mehr Angriff, Agilität und Verteidigung. Dann auch hier unseren Freund, dem geben wir den Hanfkorb. Ja, doch, schon. Wunderbar. Wo geht's denn hier lang? Okay.
Was ist da unten das für ein Gegner? Shit, 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 shit. Okay. Ich bin jetzt gerade am Exploren. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier gerade abgeht. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich habe das Spiel, wie gesagt, einmal durchgespielt und kann mich an das Große erinnern, was passiert. Aber daran? Nö. Ah, geh weg. Aber wir haben recht gute Karten. So. Hätte ich früher machen können. Boah, shit. Das ist übel. Das könnte sein, dass wir uns hier schnell zurückziehen müssen. Und es könnte sein, dass wir den Bosskampf wieder machen müssen, wenn ich hier sterbe. Werde ich aber dann alles offscreen machen bis hierhin. Oh Mann. Machen die Feuerschaden? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, die machen Windschaden. Okay, macht Sinn. So, Foto, Wasserdolch und ein bisschen Bam. Ja, Mann. Schieß die Crane, schieß sie, los. Das hat nicht gereicht. Ja, die halten ein bisschen was aus. Glas Milch oder angreifen? Greif an, komm. Was packst du? Was packst du? Hauen aus dem Leben, Drachenkrieger. Werde jetzt noch an Kung Fu Panda denken müssen. So. 6, 7, 8. Ja. Bam. Und? Boah, naja. Immerhin. Oh Mann. Wem drücke ich jetzt den Honig rein? Shit, 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 shit. Oh, ihr Leben ist niedrig. Sie hat ja auch ganz schön viel abbekommen. Ach du Scheiße. Bananen, Bonsai. Ach Mann, oh. Hier. Also noch ein Heil-Item wäre sehr praktisch gewesen. 95 HP hat er noch. Wir riskieren es. Ja. Ja. Komm. Bam. Komm schon. Das sieht gut aus, oder? Ja. Sehr schön. Chaco. Nein, wir brauchen kein Verteidigungs...